Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und ich werde wieder in der Go-Kampfliga kämpfen und euch darüber informieren, was gestern rausgekommen ist an neuen Infos. Aber erstmal gehe ich hier in den Kampf rein, wenn es dann mal starten würde. Immer wieder Lex, aber mittlerweile Rang 12. Musste dafür aber auch einige Sets spielen. Es könnte sein, dass das hier heute mein letztes Set ist, das ich euch hier zeige. Oh, Dracoran ist natürlich nice. Ich denke, er wechselt gleich raus, wenn er sieht, wie viel Schaden das hier macht. Er ist immer noch drin. Okay, nice. Eigentlich brauche ich gar keine Ladeattacke. Ich kann auch die Attacke durchlassen, weil Drachenklaue macht nicht so viel Schaden auf einen Pantifrost. Du bist immer noch drin. Ich bin sehr überrascht von dir. Okay, so. Ich gehe blind auf Eisturm. Davon habe ich wenigstens im Nachhinein dann noch was. Mal gucken. Also, was wurde gestern angekündigt? Der neue Feldforschungsdurchbruch ist bekannt. Das heißt, wir bekommen ein anderes Pokémon. Nicht nur zwei, ne? Letztes Mal waren es zwei. Jetzt ist es nur noch ein Pokémon, und zwar Chanaira oder auch Chanaira, nennt wie ihr es wollt. Hier brauche ich kein Schild, weil hier kommt nur Nachthieb. Die Fünfer-Raid-Bosse wechseln im Anfang Januar öfters durch. Ah, das war jetzt dumm von mir. Ich hätte wechseln sollen. Das mache ich aber gleich. Jetzt habe ich halt schon Aquahaubitze ausgewählt. Dann wechsle ich jetzt auf Bisaflor. Dann kann ich hier mit der Flora-Statue was machen. Du könntest Ice-Heap haben, deswegen schilde ich hier. Also, Fünfer-Raid-Bosse. Ho-Oh, Genesect mit Flammenmodul. Heatran und Groudon und Kyogre kommen wieder in die Fünfer-Raids. Nochmal ein Schild. Und Ende Januar ist noch nicht bekannt, was kommt. Da haben sie gesagt, Überraschung. Mehr Informationen später. Ist okay, aber muss nicht sein. Ich würde es schöner finden, wenn sie das gar nicht erst so groß... Also wenn sie es schon ankündigen, dass sie dann gleich alles ankündigen. Also wo liegt das Problem? Du machst Nachthieb. Warum glaubst du, dass du jetzt mit dem Pokémon hier besser dran bist? Das muss ich jetzt nicht ganz verstehen, oder? Bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie gut die Flora-Statue eigentlich auf Sherox ist. Ich stelle mir das jetzt nicht so schwierig vor. Na, okay, vielleicht doch. Dann wechsle ich jetzt wieder auf Zumpex. So, auch die Mega-Pokémon. Da ändert sich auch was. Mega Glurak Y, Mega Turtok, Mega Rex Blizzer kommen in die Mega-Raids. Und später kommt wieder Mega Bisaflor rein und Hundemon. Es gibt auch noch einen Boost und ein neues Mega-Pokémon, aber das neue Mega-Pokémon wurde wieder nicht angekündigt. War ja irgendwie klar. So, jetzt haben wir immer noch Sherox hier drin. Irgendwie nervig. Ich gehe auf Flora-Statue und es bleibt wahrscheinlich noch was übrig. Ah, ich überlebe es gar nicht mehr. Okay, dann nicht. Dann Rampenlichtstunden, Yorkliff. Kann shiny sein, ja, ist okay. Driftlon, gab es eigentlich schon ein super Event. Ich weiß nicht, wozu man Driftlon braucht als Rampenlichtstunde. Knilz gibt es heute gar nicht als shiny. Vielleicht kommt es zu dem Zeitpunkt aber noch als shiny. Und Funfy ist auch noch nicht als shiny bekannt, veröffentlicht worden. Also von daher interessant. Ernsthaft, schon wieder ein Sherox. Kriegen wir hier auch noch was anderes auf Rang 12? Interessant. Ich glaube, ich bleibe einfach... Ja, ich bleibe auf Eissturm, muss immer alles schilden. Wegen Nachthieb. Dann, es soll, bevor das Kanto... Die Pokémon Go Tour losgeht, soll es einwöchige Events geben. Zu den jeweiligen Regionen, also eine Johto-Region-Event, eine Hoenn-Region-Event, ein Sinnoh- und ein Einal-Region-Event. Bin mal gespannt. Auch, also die Pokémon aus diesen Regionen werden dann häufiger auftreten. Das ist vor allem, ich würde sagen, das Event ist eigentlich eher was für Leute, die vielleicht noch gar nicht gespielt haben. Also Neulinge im Endeffekt. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will.
Xerox lebt noch. Ich auch. Wir haben beide schon ein Schild eingesetzt. Gehen wir mal auf Sumpex. Bitte wechsel. Dann könnte ich auch wechseln. Und einfach drinnen bleiben. Kreuzschere. Okay, das sieht man jetzt nicht so häufig. Noch eine Attacke. Ich gehe mal von Nachthieb aus. Ich weiß nicht, ob ich runterfarmen soll. Nochmal eine Kreuzschere. Jetzt reicht's aber mal, oder? Na komm, ich mache lieber eine Aqua. Oh, schade, zu spät. Zu spät. Ich überlege immer viel zu lange. Dass das Ding überhaupt Kreuzschere macht, ist sehr außergewöhnlich. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich gehe immer von Nachthieb aus. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt was anderes kannst. ja. Doch, wechseln, 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 wechseln! Wie oft denn noch? Wie oft soll ich denn noch da drauf drücken? Mann, es gibt noch eine Sammlerherausforderung in, ich weiß nicht, im Januar? Im Januar ist schon eigentlich gar kein Platz mehr, wenn ich mir das so ansehe. Aber anscheinend gibt es da noch was. Na ja, toll, ein Feuer-Pokémon, danke. Da hat er noch ein Feuer-Pokémon drin. Ja, dann habe ich dann schon wieder verloren. Okay, dann wird das hier nichts mehr. Obwohl, der Schaden ist gar nicht so schlecht, muss man ehrlich zugeben. Also, du solltest ein Schild einsetzen. Naja, jetzt bin ich erstmal weg vom Fenster, komme mit meinen Sumpex rein, kann dann sofort die Aquahaubitze ausführen. Ja, okay, machen wir das mal. Die Aquahaubitze ist auch fast voll. Was hast du dann noch hinten drin? Du hast doch noch irgendeins. Ja, mit Schild sogar. Na, ein Sumpex, ja toll. Gut, ich brauche ja mindestens zwei Aquahaubitzen, um hier zu gewinnen. Also, das war's. Den Kampf kann ich nicht mehr gewinnen. Ja, da gehen wir raus. Komm, sparen wir uns die Zeit. Das ergibt keinen Sinn hier. Vielleicht beim nächsten Kampf. Hoffentlich. Komm schon. Also irgendwie hängt es heute ein paar Mal. Also das geht ja eigentlich sogar noch. Ich hatte schon schlimmere Momente. Da hat es dann richtig übel, also ich wollte die Ladeattacke, also ich war kurz davor, die Ladeattacke auszuführen und dann hat es dann einfach Scanball, 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 Scanball. Nichts hat passiert, nichts ist passiert. Sag mal, kriege ich bitte auch mal einen anderen Gegner? Ich habe das Gefühl, ich kämpfe ständig gegen denselben. Ich habe langsam keine Lust mehr drauf. Achso, nein, ich muss doch schilden. Na, Nachthieb, sag ich doch. Na. Na gut, dann mache ich wenigstens einen Eissturm und dann bin ich halt weg mit meinem Pantifrost. Im Endeffekt wollte ich euch einfach nur zeigen, wie Pantifrost auf Rang 12 so unterwegs ist. Aber ich sollte mir manchmal merken, welche Gegner ich hier habe, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die sind immer dieselben, weil ich nur Xerox hier sehe. Aber einer hatte eine beste Kunstschleife, der jetzt hier nicht. Nö, Nachthieb, genau. Der hat jetzt auch gar keine Kreuzschere drauf, so wie es aussieht. Der andere hatte Kreuzschere drauf. Mit Kreuzschere kann man anscheinend einen Sumpex besiegen. Nice. Er hat nicht geschildert. So, ja, das kann ich noch überleben, egal was du einsetzt. Auch Kreuzschere. Nachthieb, so liebe ich es. So, Xerox ist weg. Nächstes Pokémon. Ich vermute mal, naja, okay, wenn ich jetzt wechseln muss, habe ich ein Problem. Ich gehe einfach direkt auf die Aquahaubitze. Vielleicht hätte ich sogar tatsächlich lieber auf Erdbeben gehen sollen. Das hätte ich vielleicht sogar noch überlebt. Aber na gut, so ist das halt. So, Bisaflor gegen Bisaflor. Ich habe noch zwei Schilde. Kommt jetzt nur noch drauf an, ob das letzte Pokémon schon wieder ein Feuer-Pokémon ist. Dann habe ich schon wieder verloren. Ich schilde noch nicht. Eine Matschbombe muss ich jetzt hier einnehmen, sage ich jetzt mal. So, dann komme ich jetzt erstmal zur Matschbombe. Dann kommst du wieder zur Matschbombe, dann muss ich schilden. Dann mache ich wieder eine Matschbombe, dann ist das Bisaflor besiegt und dann kommt das letzte Pokémon. So ungefähr. Okay, du wechselst auf Sumpex. Ja, perfekt. Ich weiß zwar nicht, warum du das machst. Also ich hätte an deiner Stelle versucht, das Sumpex so lange wie möglich gar nicht erst zu benutzen, wenn ich weiß, dass der Gegner noch ein Bisaflor hat. Tschüss.
So, komm, dann kommt deine Matschbombe. Oh, ich habe noch zwei Schilde. Okay. Hast du gehofft, dass du noch eine Aquahaubitze raushauen kannst oder was? Shinies machen mehr Schaden oder sowas, vielleicht in der Richtung. Okay. An deiner Stelle würde ich jetzt zum Beispiel Flora-Statue einsetzen. Deswegen kam wahrscheinlich die Attacke so früh. Kann ich verstehen. Aber ich muss nur diese eine Matschbombe jetzt durchbekommen und habe gewonnen. Es kommt immer darauf an, was das dritte Pokémon ist. Das ist oft der Fall. Ja, okay. Hier fehlen noch ein paar Sofortattacken. Aber das passt, passt. Hauptsache ein Sieg. Ich hoffe aber auf zwei Siege. Also zwei Siege wäre schon schön. Das ist so das Minimum. Und das erreiche ich auch meistens. So, zwei bis drei Siege schaffe ich eigentlich immer ganz gut. Genau, noch zwei Kämpfe. Okay. Wieder Rang 14. Definitiv ein anderer Spieler. Ich kann mich nicht daran erinnern, gegen dich schon mal gekämpft zu haben. Und erstes Pokémon. Ein Togekiss. Okay. Ja. Ich denke mal gucken, ob du auf die Idee kommst zu wechseln. Wir machen beide gleich viel Schaden, so wie es aussieht. Wenn du jetzt aber den Eissturm nicht schildest, hast du, glaube ich, ein großes Problem, weil ich glaube, das könnte ein One-Hit werden. Ja, so gut wie. Tatsächlich. Also ich habe mich nicht schlecht verschätzt, aber ein bisschen hat noch gefehlt. Und es ist wieder Xerox. Was habt ihr alle mit Xerox, meine Güte? Ja, das Pokémon kann was, definitiv. Also, aber gegen Aquahaubitze hält das echt nichts aus. Deswegen gehe ich hier auf Sumpex. Du wechselst, ich wechsle auch. Perfekt, perfekt. Quappo! Quappo am Start. Da kann man natürlich super mit der Flora-Statue durchgehen. Du hast aber Eishieb, das muss ich schilden. Kein Problem, machen wir. Flora, Statue, komm schon. Das denke ich mal, wird geschildert. Jawohl, wie viele Schilde hast du noch? Du hast auch noch ein Schild, okay. Dann schilden wir halt beide. Nochmal, zack. Noch ein Eishieb von Quappo. Jawohl, genau so ist es. Und Bisaflor soll jetzt wieder die Flora-Statue einsetzen. Und da kommt sie auch schon. Perfekt. Und du schildest halt nochmal. Ist okay. Dennoch bin ich momentan weiter im Vorteil. Ich denke, der Eishieb kann mich aber nicht besiegen. Also kann ich, vielleicht habe ich noch die Chance, oh, auf eine Flora-Statue zu kommen. Du wechselst. Okay, jetzt habe ich die Flora-Statue leider schon ausgewählt. Du kommst aber mit deinem Nachthieb zuerst. Interessant. Okay. Ich überlebe das. Ich wechsle auf mein Sumpex und habe die Aquahaubitze bereit. So. Okay. Einfach fabelhaft. Und tschüss, Xerox. Nice. Volles Sumpex am Start gegen Quappo. Kann aktuell nicht wechseln, ist okay. Ich bleibe trotzdem auf Aquahaubitze. Ist mir momentan egal. Ich gehe nicht auf Erdbeben. Ich hoffe, das ist. Ja, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Selbst wenn du jetzt Eishieb machst, kannst du mich nicht besiegen. Mach von mir aus auch Wuchtschlag. Genau, Wuchtschlag. Ich überlebe das ohne Probleme. Ich farm dich hier einfach runter und fertig. Jawohl, schöner Kampf. Hat mir sehr gefallen. War auf jeden Fall definitiv sehr aufregend. Einen Kampf habe ich aber noch. Noch sind wir hier noch nicht durch. Das heißt, ein dritter Sieg wäre vielleicht nicht so abwegig. Auch wenn ich bei den letzten, ich glaube, bei meinen ganzen Sets im fünften Kampf habe ich, glaube ich, selten gewonnen. Was natürlich sehr schade ist. Okay, lila Haare und ich glaube, das ist die Kandela-Jacke, ne? Interessante Mischung und der Hut auch. Sehr interessant. Sumpex am Start. Okay. Das ist jetzt nicht so toll für mich. Für uns beide eigentlich nicht wirklich toll, aber wenigstens muss keiner wechseln.
Ich überlege tatsächlich wenigstens einmal zu schilden, weil die Aquahaubitze ist halt leider sehr stark. So, dann kann ich jetzt einen Eissturm raushauen und dann macht die nächste Aquahaubitze vielleicht nicht ganz so viel Schaden. Ein bisschen weniger. Aber ein One-Hit ist es ja dann auch nicht. Mal sehen. So, da kommt die nächste Aquahaubitze, die lasse ich durch. Yep, genau. Das sieht gut aus, finde ich. Noch ein Eissturm. Dann machst du mit deiner nächsten Aquahaubitze noch weniger Schaden, egal auf welches Pokémon. Das sieht schön aus. Hast du sogar durchgelassen. Nice. Genau, mach ruhig deine Aquahaubitze. Von mir aus ist das Pantyfrost jetzt besiegt. Oh, noch nicht. Okay. Dann kann ich hier noch zwei Sofortattacken durchhauen. Krass. So, dann gehen wir hier auf Bisaflor. Du wechselst. Das Problem ist, nee, du wechselst nicht, sondern dein Pokémon wurde besiegt. Du kannst dir jetzt aussuchen, was du nimmst. Und jetzt könntest du sogar nochmal wechseln. Und du wechselst vielleicht nicht, weil du ja die Laubklinge drauf hast. Aber ich habe das Bisaflor ganz, ganz ungern. Gladagladi. Ey, sehe ich hier auch. Wie sonst nichts. Ah, Tangolos. So ein Mist. Das wird nichts. Das schaffe ich nicht mehr. Wie soll ich das hinkriegen? Ich werde wahrscheinlich noch nicht mal zu Erdbeben kommen, oder? Doch. Ich komme tatsächlich noch zum Erdbeben. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, hast du noch ein Schild? Keine Ahnung. Ich merke mir immer nicht, ob die Leute noch Schilde haben. Okay, du hast ein Schild, aber du hast es nicht eingesetzt. Okay, das ist natürlich auch in Ordnung. Jetzt ist die große Frage, kann ich jetzt hier auf eine Flora-Statue gehen? Und dann hast du am Ende immer noch das Gladagladi, was mich ziemlich ärgert. So, da kam jetzt ein Steinhagel, da kommt noch ein Steinhagel. Hast dich schön voll gefarmt, wie ich sehe. Kann ich jetzt bitte auch mal was machen? Danke. Das ist immer so ultra nervig, dass die Leute ihre Attacken immer die ganze Zeit aufsparen. Aber klar, manchmal mache ich das ja auch. So ist ja nicht. Aber halt nicht immer. Und da ist Gladagladi. Ich habe verloren. Und die hat noch ein Schild übrig. Ey, echt übel. Naja, so ist das halt. Manchmal kann man halt einfach nichts dran ändern. So, Mann, das hat jetzt aber lang gedauert. Ich wollte gerade sagen, wo hast du meinen zweiten Sieg hingemacht? Wieder eine Lade-TM, 530 Staub und ein bisschen mehr zu Rang 13. Genau, 1800 Staub gab es jetzt hier noch oben drauf. Bin jetzt bei 146 Kämpfen und 83 Siege. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!